Freiheit ist ein grosser Menschentraum. Völlig ungebunden durchs Leben gehen und können machen, was man will. Allerdings ist so eine Freiheit recht trügerisch. Denn wer völlig ungebunden ist, der ist allein isoliert. Und der Mensch, der völlig isoliert ist, wird nicht können überleben. Wenn ich völlig ungebunden, losgelöst von allen anderen lebe, dann vereinsame ich. Wenn ich denke an den Film Gravity, wenn man so völlig ungebunden durchs All schwebt, kein Halt und niemand mehr. Das Ergebnis ist ja der Tod. Das Gleiche ist auch, wenn ich völlig ungebunden von allen lebe, muss ich ja alles für mich selber machen. Und ich kann nicht alles. Die Freiheit ist aber auch noch bedroht durch etwas ganz anderes, nicht nur durch die völlige Ungebundenheit. Gerade weil man ja wissen, dass wir einander brauchen und andere brauchen, tut man andere Menschen für sich instrumentalisieren und für seine Zwecke missbrauchen. Der brutalste Begriff von dem ist Unterdrückung, Sklaverei. Ich lasse andere arbeiten für mich, dass ich meinen Lebenswunsch und meine Wünsche mich erfüllen kann. Wir haben heute moderne Sklaverei, wir haben Sklaverei mit Billigstlöhnen. Ich kann ja auch in einem kleinen Betrieb kann ich schauen, dass die anderen für mich leben. Ich kann der Familie dafür schauen, dass die anderen da sind, um meine Bedürfnisse zu stillen, meine Wünsche zu erfüllen. Die anderen sind da, dass ich glücklich bin. Und so entstehen Unterdrückungsmechanismen. So ist die Freiheit immer ein bisschen bedroht. Entweder, dass man uns völlig abkoppelt voneinander oder dass man einander anfängt zu unterdrücken und missbrauchen für die eigenen Vorteile. Und in dieser Situation ist die grosse Botschaft der Bibel: Gott schenkt Freiheit. Das klingt natürlich ein bisschen abstrakt zuerst, und das ist es vielleicht am Anfang auch. Aber die grosse Geschichte dazu ist die Befreiung der Sklaven aus Ägypten, wo Gott eingegriffen hat und sich in aller Freiheit über die Hackordnung der damaligen Zeit hinweggesetzt hat. Er hat nicht sich an die Spielregeln gehalten. Er hat den Pharao und seine Götter außer Kraft gesetzt und hat die, die niemand hatten, die für sie redet, die für sie schaut, befreit und in die Freiheit geführt. Die Art von Freiheit wird für mich wahrscheinlich dann eine Bedrohung sein, wenn ich dazu schaue, dass alle für mich schauen. Weil ich habe ja kein Interesse, meine Privilegien loszulassen. Also ist die potenzielle Freiheit von den anderen die Bedrohung meiner Privilegien. Die Botschaft der Bibel war schon immer eine Bedrohung für die, die auf der machthabenden Seite waren. Schon immer eine Bedrohung für die Privilegierten. Weil die Bibel vertritt ja mehrheitlich die Sicht von denen, die im Leben unter die Räder kommen. Die auf der Verliererseite sind, die niemand haben, der für sie redet. Die niemand haben, der für sie einsetzt. Der Gott der Bibel ist durchaus ein parteiischer Gott. Und der tut nicht manchmal neutral beobachten und abwägen und schauen und so, sondern wenn er merkt, Menschen kommen unter die Räder. Menschen sind ihre Freiheit beraubt, dann greift er ihn. Der Weg in die Freiheit ist immer ein risikoreicher Weg. Das macht ja auch Angst. Das ist ja ein Weg in ein neues Leben. Die Israeliten, die sie aus Ägypten ausgezogen sind, haben ja auch Phasen gehabt, wo sie gesagt haben, wir gehen gescheiter zurück. Dort wissen wir wenigstens noch, wie es war. Dort haben wir noch Orientierungshilfe. Also, es macht Angst, in die Freiheit zu gehen. Und ich glaube, ein erster Schritt ist, die Angst loszulassen und zu vertrauen, Gott kommt mit uns. Ich kann nicht beeinflussen, ob der, der mich unterdrückt, mich loslässt. Das kann ich nicht. Aber eine Person, die ja das eigentlich auch von der psychologischen Seite sehr gut ausgedrückt hat, ist der Viktor Frankl mit seiner Logotherapie. Oder, wo gesagt hat, selbst im KZ, ich habe einen Handlungsspielraum, einen kleinen, einen ganz kleinen. Meine Freiheit ist mir geraubt, aber ich kann gewisse Entscheidungen für mein Leben fällen. Er hat ja stark gesagt, ich kann meinem Leben noch einen Sinn geben und mir nicht die Frage stellen, was verlangt das Leben von mir? Die kann ich, die Frage kann ich. Und ich glaube, Menschen, die auf den Weg gehen von der Freiheit, sind selbst im Moment der Unterdrückung hochautonome Menschen. Jesus ist für mich eines der grössten Beispiele. Ihn hat ja seinen Weg von der Freiheit das Leben gekostet. Aber letztlich
ist ja der Weg, den er gegangen ist, ein unglaublich autonomer Weg gewesen. Es ist ein dramatischer Weg. Es ist der Weg in den Tod gewesen. Und darum sagt er ja von sich, niemand nimmt mein Leben. Ich gebe es freiwillig her. Und was machst du mit jemandem, der derart frei ist, dass er sagt, ich gebe mein Leben an? Das ist, ja ein, also, das ist für mich der Extremfall von Autonomie, zumindest in Lebensumständen, die ja völlig fremdbestimmt sind. Ich glaube, die Entscheidung, können einen Sinn sehen, dass das Leben von mir eine Aufgabe verlangt, das gibt eine enorme Freiheit. Auch meine Gottesbeziehung, die kann mir niemand nehmen. Die kann man mir nicht nehmen. Das ist eine unglaubliche Freiheit, die ich habe. Ich habe eigentlich immer einen Gesprächspartner. In allem. Das gibt mir nicht alle Freiheiten. Und das ist ein anderer Punkt. Freiheit heisst nicht, eben, ich bin ungebunden, kann machen, was ich will. Ich glaube, Freiheit können wir nur miteinander leben. Gott führt uns in einen weiten, grossen Raum von Freiheit. Und da kann ich einem anderen seine Freiheit geben. Das muss man lernen. Ich glaube, ein Leben zu lernen in der Freiheit ist eine der grossen Aufgaben. In einer Partnerschaft heisst das, wir müssen zusammen lernen, dass meine Freiheit immer auch nur meine Freiheit ist, wenn es deine Freiheit ist. Also eigentlich gibt es nur unsere Freiheit. Und das muss man aushandeln miteinander. Da muss man darüber reden. Wenn ich mir einfach die Freiheit nehme und jeden Abend nur die Füße auf den Tisch lege und nichts mache, dann habe ich die Freiheit. Aber die geht auf Kosten von meiner Partner, von meiner Familie, von meinen Mitmenschen, die dann die Aufgaben mitmachen, die ich machen müsste. Wenn wir aber lernen, miteinander einen Raum der Freiheit zu gestalten, dann ist es unsere Freiheit. Dann ist es unsere gemeinsame Freiheit. Oder es ist als Gesellschaft, als Gruppe unsere Freiheit. Eine der grössten Freiheiten ist ja die Freiheit, nicht alles müssen zu machen. Wenn ich frei bin, nicht alles müssen machen. Wenn ich frei bin, zum Beispiel nicht müssen nachtragend sein. Wenn ich frei bin, nicht müssen sorgen. Dann bin ich ja unglaublich frei, gerade beim Nachtragen. Der Einzige, der ja darunter leidet, bin ich. Ich schleppe Last um. Ich lasse mich so völlig dirigieren vom anderen. Und da kann Gott, der uns vergibt und wo uns hilft, einander zu vergeben. Das ist nicht immer ein einfacher Prozess. Das führt aber in eine unglaubliche Freiheit. Und wenn ich die Freiheit nicht habe, dann ende ich verbittert. Ich ende, indem ich so fokussiert bin mit meinem Blick auf den anderen, dass ich das Leben rundherum gar nicht sehe. Eine grosse Freiheit ist die Freiheit von Angst. Wenn ich nicht immer nur um mich kümmern muss. Eine grosse Freiheit ist eine Freiheit von Schuld. Ich bin ja nicht nur Opfer von meinen Umständen. Ich bin ja in meiner Umgebung auch Täter, ob ich das manchmal wahrhaben will oder nicht. Und manchmal zerbreche ich ja an meiner Schuld. Und zu wissen, ich kann die Schuld loslassen, die ist aufgehoben bei Gott. Meine Schuld ist immer ein Teil von meinem Leben. Das wird immer so sein. Aber sie bestimmt nicht mehr mein Leben. Ich glaube, das Leben in Freiheit löst unglaubliche Unbeschwertheit aus. Ich bin ja dann ja nicht mehr das Zentrum. Wenn wir ja miteinander frei sind, bin ich nicht mehr mein Zentrum. Mir helfen die biblischen Geschichten zu sehen, wie Menschen haben können eigene Schuld überwinden, wie sie haben können vergeben mit, bei Menschen, wo sie nachtragend gewesen sind, wie sie haben können Sorgen loslassen. Aber ich habe Menschen erlebt, die mit 60, 70 neue Freiheiten entdeckt haben. Neue Freiheiten im Zusammenleben miteinander gefunden haben. Und das sind für mich grosse, grosse leuchtende Beispiele von der Freiheit, die der Geist Gottes bei uns bewirken will.